Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe noch den Hubi mit dabei. Hi. So, und dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben noch landekritische Treffer, Daily Ops und kritische Treffer und Treibstofftanks. Würde ich erstmal sagen, machen wir mal ein bisschen Treibstofftanks. Gehen wir mal hier ganz schnell zum Betriebshof. Können wir ja noch mal kurz Gaudi einen großen Tron machen. Einen Wachbord-Tron. Und mit der 10mm ist es ja an und für sich relativ easy. Tarnung, Tarnung, nicht autorisierte Präsenz in der Nähe des Mautflöhr-Betriebshofs entdeckt. So, ersten kritischen. Schutzprotokolle der Firma so, für dich auch nochmal. Aktiviert. Sicherheitseinheiten vor Ort. Allen nicht autorisierten Personen wird geraten, den Bereich sofort zu verlassen. Na, das hat er nicht richtig gelootet. Böse, böse. Jetzt sieht immer so verkehrt aus mit der Pistole und Powerrüstung loslaufen. So, dann wollen wir mal gucken hier. Jetzt wäre ich auch noch beinahe falsch abgebogen. Schlimm. Ja. Ich muss ja erst Knöpfchen, also Karten durchziehen und dann Knöpfchen drücken und so, ne? Da war was. So, dann wollen wir hier gleich nochmal mitnehmen. Brennstoff. So, Sicherung, 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 Sicherung. Ein paar Benzinkornister. Skalpell. Hier noch ein paar Lötlampen. Ein paar Granaten. So, dann nehmen wir hier nochmal die Treibstoffkanister mit. Und schon haben wir 5 Stück zusammen, weil fertig. Das geht doch immer relativ zügig. Hier nehmen wir nochmal Benzinkanister mit. Rollen noch nicht mal bis zur Red Rocket durch. So. Ja, was hältst du von Daily Ops? Bock? Können wir sofort. Ich muss hier nur einmal kurz meine Fabrik verteidigen. Komm, dann helfe ich dir. Das ist doch kein Problem. Stelle ich mich da hin und sieh gut aus. Zählt das? Das geht. Das geht, okay. Ist ja noch einer. Ja, und jetzt kommt schon die nächste Welle. Die vierte Welle. Da braucht jemand Blei und da hat er Blei noch nicht abgeholt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Blei abgeholt. Hier sind noch 15 Blei drinne. Ja, ich hab bei der letzten Folge Blei rausgeholt. Ja, ja, dann... Jetzt bist du 15 Blei weniger. Das ist so. Hast du dich abgeschlossen? Hast auch nichts gesagt. Hast dich aus, Turtle, gesagt. Nicht wir. Doch wir. So, fertig. Komm, dafür habe ich dir die Gegner jetzt weggemacht. Ja. Ja. Möchtest du 15 Blei wieder haben? Nö, brauchst du mir nicht wieder geben. Doch nicht. War hier drinnen nicht auch eine Teekanne? Ich meine doch auch. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Stegreif. Hier drin nicht auch Tee kann? Weiß ich echt nicht. Also, da habe ich nie die drauf geachtet. Früher. Ja, wer achtet denn auch bitte schön auf Tee kann für Keramik? Also ganz ehrlich, wer braucht jetzt schon so viel Keramik, wie wir Sachen in Keramik brauchen? Na gut, eine Kochplatte kann man eigentlich immer wieder mitnehmen. Das ist, ne, schon wieder ein bisschen seltener und ein bisschen sinnvoller, der Loot da drin. Aber Teekanne, Keramik, naja. Na gut, hier ist noch eine Teekanne, aber das ist nur die kleine. Ja, ich kann endlich Bastelwerkbank Bauplan. Ja! So, wollen wir dann in die Daily Ops? Traust du dir das zu?
dass du mich machen. Da jetzt mal durchziehst. Können wir versuchen. Versuchen? Ja, versuchen geht nicht. Das muss schon geschafft sein. Ich schieß mich so durch. Du schießt dich so durch, ja so. Na denn, schieß dich mal so durch. Apropos, ich könnte ja mal gucken, wie weit bist du mit deinem Spielbrett? Bin gerade noch am Anfang. Na denn, hier, bitteschön. Muss sowieso wieder ein bisschen mehr loswerden. Weil sonst stapeln die sich schon wieder. Aha. Ja, bei mir stapelt es zwar auch. Ja, schmeißen, schmeißen. Jemand hört unseren Funk ab. Ich schätze meine Privatsphäre ist leer. Also, wer auch immer dieser Penner ist, hat ausgefunkt. Man muss vorsichtig sein, die sind ja reflektierend. Ja, die Jagd ist immer gut. Mit der 10mm hier. Naja, da ich sie jetzt ohne Perk spiele, macht sie nicht genug Schaden. Also ich krieg nicht genug reflektierend rein. Na komm. Okay, deaktiviere mit dem Code einen der Abfänger. Dum-dum-dum-dum. Ich habe immer noch Gegner in der Nähe. Also versuch lieber, dich an ihnen vorbeizuschleichen. Schleichen. Einer okay. Weniger. Jag noch ein paar von ihnen, um mehr Code-Träger rauszulocken. Was für ein krankes Hirn hat sie das eigentlich. Ich wollte dich noch retten, aber das hat nicht mehr gereicht. Solltest aber trotzdem, ja, wollte ich gerade sagen, Stimpak nutzen. So. Nehmen wir Gordy mit. Ah, da oben. Sollte mal wieder auf den Torso zielen hier. Damit mal eine Granate reicht. Das Gute ist, durch Reflektieren, man sieht sie immer so schön. Informationen über den nächsten Co-Träger. Ist in der Nähe. Eliminier das Ziel. Schnell und leise. Auf dem Weg, Dodge. Kein Problem. Jo, bin schon unterwegs. Perfekt. Jetzt bleibt nur noch der letzte Abfänger. Schalten wir noch mehr Gegner aus und finden den letzten Code. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Bist du? Da bist du. Oh, Grille. Da hinten haben wir noch welche. Die gute Nachricht. Ich habe den letzten Co-Träger gefunden. Die schlechte. Das Ziel scheint wesentlich stärker als der Rest zu sein. Auf geht's. Na, dann geben wir ihm doch mal. Ein paar Granaten. Da, 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 da. Gute Arbeit. Auf zum letzten Abfänger. So. Das wär's.
Verbindung müsste jetzt sicher sein. Wir werden wohl ziemlich beliebt, was? Gute Arbeit. Komm zurück. So, sogar ganz leicht Plus gemacht. Ja. Na, es passt doch. Hier hinten nochmal kurz fix looten. Wenn schon, denn schon. Hier auch nochmal. Zack. Ja, ich will auch mal das schnell looten. Und dann fertig. So, wunderbar. Dann zeig mir mal die Belohnung an hier. 100 Kronkorken. So viel gönnst du mir. Ja, das Doppelschuss-Radiumgewehr könnte was sein. Ansonsten, naja gut, der legendäre Kern. Yay. Yeah, yeah. Der legendäre Kern. Der könnte vielleicht auch was sein. Wir wissen es noch nicht, weil wir ihn noch nicht verbaut haben. So, dann haben wir das jetzt auch fertig. Hey, jetzt warte ich schon wieder auf die nächsten Challenges. Ein ferner Donner. Ubi, brauchst du noch Kronkorken? Ja, kann ich gut gebrauchen immer wieder. Hast du irgendetwas, was du mir mal verkaufen kannst? Ich hab Zucker, das werde ich den anderen eigentlich verticken. Der nicht da ist. Ich habe ja auch schon versucht, Silvester zu erreichen. Du willst Zucker verticken? Der arme Zucker. Aber ich muss erstmal Richtung Bahnhof erstmal kommen. Da will ich Zucker verticken. Ich kann dir auch Munition teuer verkaufen, wenn du es möchtest. Ja, dann leg ich los. Soll ich zu dir rüberkommen? Für Bobby? Wie viel soll ich denn die Munition reinpacken? Keine Ahnung. Was willst du mir denn jetzt für Munition geben und wie viel? Obi? Ja, ich guck gerade. Ich kann dir Mini-Atomrakete anbieten und Plasma. Na denn? So, 8000 Kronkorken darfst du rausnehmen. Und damit du das dann einfacher hast, biete eine Mini-Atombombe für 8000 an und schmeiß einfach den Rest auf den Boden. Fertig. Mach's bitte nicht zu kompliziert. Weil wir sind hier auf dem Privatserver. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand jetzt dann die restlichen 3, 4, 5 Mini-Atombomben, ne? streitig machen wird. Muss nur noch ein Angebot einstellen. Aber 8000 sollten es schon mindestens sein, weil... Also 8 und dann dreimal die 0, ne? Genau, 8000. Machst du eine für 8000, genau. So, hier hast du 8000 Kronkorken. Und den Rest schmeißt du hin und fertig ist. Und schon bist du auch leichter geworden, weil guck mal in dein Inventar. Mini-Atombomben wiegen was. Vielleicht kriegen wir dich ja portreif.
Wir können auch Na los, du stehst auf meiner Gehaltsliste. Komm. Da ist eine Tüte gespawnt. Tüte. 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 Ich bin auch nicht fertig. Okay, dann machen wir noch Kniebeuge. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Wir wollen Tüten! Gib uns Tüten! Ja, jetzt. Tüten! So. Und, kannst du dich wieder bewegen? Ja, ich kann auch jetzt porten. Das siehst du. War doch gar nicht so schwer. Dann wollte ich mich gleich mal zu weit bringen. Ja, ich kann dir sagen, am Sonntag kannst du dann nochmal 8000 abholen. Weil spätestens okay. Am Sonntag habe ich wieder 8000, die ich keine Verwendung leider habe. Okay. Nee, wir haben momentan kein Grubenhauer-Event. Wir haben an und für sich nichts mehr, was jetzt irgendwie sich zu kaufen lohnt. Bis auf Schrott und, naja, okay, Schrott habe ich halt auch geringfügig ein bisschen da. Geringfügig. Also ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich jetzt mal nicht Schrott kaufe. Da sehe ich das dann eher sinnvoller, dann, wenn sich andere Leute dann auch Baupläne kaufen, die sie noch nicht haben. Also der Schredder, der ist pleite bei mir. Ja, normal. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich habe Gold vergessen einzutauschen. Ich vergesse in letzter Zeit immer wieder beim Elpecha Gold einzutauschen. Und dann wundere ich mich, woher die ganzen Staatsanleihen wiederkommen. Da habe ich auch schon eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Na gut, ich kauf ja eigentlich immer Lunchboxen. Jetzt habe ich die letzten Tage mal wieder Lunchboxen kaufen müssen. Weil ich die anderen auf dem Spielbrett größtenteils auf dem anderen Char verpackt habe. Mhm. Ja, die sollen auch mal leveln. Die sollen auch mal irgendwann mal 1000 werden. Irgendwann. So, und jetzt sag mir nicht, dass der jetzt wirklich da hinten in der Küche ist. Tatsache, der muss da hinten in der Küche sein. So. Böse Maulwurfsratte, wirst auf Eis gelegt, mein Freund. Das hier mache ich Eiscreme. Aber schade ist, wenn Fleischhapper nicht mehr ist. Ah, kommt doch bald wieder. Kommt doch bald wieder. Genauso wie Aliens, genauso wie Halvicia. Ach, da oben ist der. Komplett auf der anderen Seite. Jetzt wirklich. Habt ihr jetzt wirklich geschafft das jetzt hier mit mir oder was? Euch mache ich kalt, einen nach dem anderen. Hier gibt's gefrostete Verbrannte. Allein. Nee, allein nicht. So, allein bin ich nicht. Da steht er ja schon. Lecker Eis.
Eis verbrannt im Sonnenangebot. So, haben wir sonst noch was? Wir hätten jetzt so eine Strahlenschlägerei. Oh nee, auf Strahlenschlägerei habe ich jetzt nicht so Lust. Komm, machen wir anders. Wir machen was Spezielleres. Wenn du nicht mitmachen willst, ist nicht schlimm, Hubi. Nimmt dir keiner übel. Nee, ich muss hier gerade auch ein bisschen sortieren. Ich will dir was doch in Eiskühler reinpacken. Ja, ich werde nämlich gleich kryptisch starten. Ich hab Bock, kryptisch zu machen. So. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Ja, sind jetzt verfügbar. So, divers. Ah, ich habe hier sogar noch 100 Kronkorken drin. Oh. Aber ich brauche nur 2000. Da sind wieder 6000 drin. 600 drin. So, dann gehen wir einmal zum Pylonenhinterhalt. Geht sofort los. Ich will jetzt nur einmal. Oh. Strahlenschlägerei. Ja, wollte ich jetzt nicht machen. Start jetzt gleich kryptisch. Auf Schlägerei okay. Habe ich jetzt nicht so Bock. Ich pack jetzt nochmal schnell. Ich kann jetzt gleich kryptisch mitmachen. So, ich will ja mal schnell nochmal ein paar Baupläne nochmal für dich nochmal reinschmeißen. Die ich dann wieder unter die Leute bringe, ja? Mhm. Aber Weihnachten ist doch vorbei, Mensch. Du bist ja der große Weihnachtsmann. Ich bin der große Weihnachtsturtle, aber nicht Weihnachtsmann. Ich kann ja auch bis nächstes Jahr wieder warten. Für euch hinterlassen und das gefällt mir nicht. Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird. Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du einen, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Oh Gott, wir werden Energie, voller Energie. Die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Viel Glück. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir. Na, keine Ahnung. Werden wir sehen. So. Weil ich gar keine Schadensresistenzen so wirklich dabei. Hallo, mein kleiner Hochstapler. Ja. Ja. Geht schon los. So, einmal rein hier in die Explos. So, erste Leitung. So, und der letzte. Also der ist hier hinten bei mir, ne? Piu! Oh nein, er will mich hauen! Er schafft es fast! Um Gottes Willen! Putsching! Putsching! Hubi, Stimpak? Ansonsten geht's ja gleich schlecht. Jetzt bin ich immer schlecht. Ja.
Unmöglich. Also wenn du ihn jetzt so haben willst, der steht hier hinten, ne? Der ist eingefroren, der wird sich nicht bewegen. Der wird nur versuchen, in deine Richtung zu gucken. Hallo, Bombe. Oh, da ist mir der Kryolader kaputt gegangen. Na? Gib mir den Kryolader wieder. So. Du bleibst schön hier, mein kleiner Schiebi. Nein, er ist besiegt worden. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. So, jetzt brauchen wir was mit Reichweite hier. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird aufgeräumt. So, kommt mal her, meine Robis. Ich brauche ein paar Schaltkreiser. Die reiße ich euch jetzt raus. Her mit deinen Fusionszellen. Du hast auch welche? Her damit. Meins. Ach, da steht noch einer. Komm noch her. Wir mögen Freunde. Erst recht die, die auf einen schießen. Oder, Hubi? Jo. Hallo, kann man so richtig schön den Sadisten raushängen lassen manchmal. So, aber jetzt mache ich hier einen sadistischen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Ciao.